Es gibt wirklich unglaubliche Zufälle im Leben. Ich habe gerade jemanden kennengelernt, der mit Deep Dream als Informatiker arbeitet. Und den frage ich jetzt mal, was, wie funktioniert das? Tells him to know how Deep Dream is working. It is a convolutional neural network which has been trained on 1 million images on a very special case. Ah, das wird mir viel zu kompliziert, okay? Ich werde mir das jetzt anhören und versuchen, das irgendwie für Dummies für mich auszudrücken. Ein Beispiel. Eine künstliche Intelligenz wird sehr lange trainiert, Steine zu erkennen. Und dann gebe ich dem System ein Bild von mir und es wird irgendwo Steine erkennen, zum Beispiel im Auge oder sowas. Und jetzt füge ich dem ursprünglichen Bild ein bisschen dieser Steine, der erkannten Steine zu und bitte es, es nochmal zu erkennen. Und das wiederhole ich so oft, bis ich ein Bild bekomme, das zu meinem Gesicht gleicht, aber aus Steinen besteht. Und da die Dream Open Source ist, haben andere Leute daraus Filter gebaut, die ich über Facewap wiederum in Snapchat integrieren kann. Majid, war das halbwegs okay? Yes, definitely is okay, but if you have any questions, just contact me into the link below. Und wenn ich mir Majids GitHub-Seite anschaue, dann sieht es so aus, als wüsste er halbwegs, wovon er spricht. Yes. Gute Nacht.